Hallo, hier ist Gisa von Scherer Stein Papier und ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Bullet Journal Video von mir. Ja, wir haben bereits den März, der hat schon voll begonnen und ich möchte euch trotzdem noch gerne mein Setup für den März zeigen. Eigentlich nehme ich mir ja immer vor, dass ich es ganz einfach gestalte und dann habe ich immer und immer wieder eine neue Idee und möchte die unbedingt noch umsetzen und dann wird das immer und immer aufwendiger. Ja, aber wenn du dich für solche Themen interessierst, Bullet Journaling oder auch DIY-Themen, kannst du meinen Kanal sehr gerne abonnieren. Ja, welche Farbe hat denn der März und der Frühling? Also das habe ich mich hier gleich mal gestellt und habe so Farbproben angefertigt. Also es war klar, dass es so grün oder gelb sein muss. Und ich bin am Schluss bei so einer hellen Grün dann gelandet. Eine, die noch nicht so kräftig ist, weil es kommt ja erst alles so langsam aus dem Boden heraus. Aber ich glaube, die Freude ist schon bei jeder und jedem da. Und also mir geht es so, ich kann es kaum mehr erwarten und freue mich einfach schon auf die ersten Sonnenstrahlen. Ich liebe einfach den Frühling. Ich bin einfach ein Frühlingskind. Ja, weil ich bin auch im März geboren und ja, das ist für mich einer der schönsten Jahreszeiten. Ja, ich habe hier mit Gouachefarben gemalt. Das sind eigentlich nur Wasserfarben und da gibt es ja auch verschiedene Qualitäten. Also es gibt wirklich auch schöne und gute, teure Wasserfarben. Und ja, die sind einfach nicht so wässrig wie Aquarellfarben und nicht besser geeignet. Die sind ja auch das erste Mal verwendet worden in der Buchmalerei des frühen Mittelalters. Also perfekt doch für ein Bullet Journal, würde ich sagen. Ja, ich habe mich entschieden, dass ich hier Stempel verwende. Und das gelingt mir jetzt gerade mal wieder nicht. Schaut mal bei dem großen Stempel. Ich glaube, ich bin irgendwie so ein bisschen zu wild beim Stempeln. Ich muss da irgendwie noch so ein bisschen vorsichtiger sein und schauen, dass genug Farbe oben ist und ja und so weiter, damit mir das irgendwie gelingt beim Stempeln. Ihr könnt mir natürlich gerne auch eure Tipps in die Kommentare schreiben, wie ich da irgendwie besser werden kann beim Stempeln. Ja, ich dachte mir, ich stempel einfach, weil ich will mir ja einfach Zeit ersparen und ich will ja nicht, dass das Bullet Journal immer so aufwendig wird. Aber dann wird es dann doch immer wieder aufwendig, weil mir immer noch eine Idee einfällt und dann ja, und das und das und das muss ich noch alles machen. Und dann dauert es immer so lange, bis mein Entwurf fertig wird. Ja, hier habe ich mir gedacht, das ist mir noch ein bisschen zu langweilig, nur so schwarz-grün. Und bin hier noch mit einem Lackmarker reingegangen und wollte hier noch so ein paar Lichteffekte auf der jeweils rechten Seite dazu zeichnen. Ja, und ich finde, mit dem Weiß sieht das Ganze dann auch noch mal viel, viel frischer aus. Also ich finde das eine ganz, ganz tolle Idee, wenn man schwarz stempelt, dass man da dann einfach noch mit Weiß dazu was zeichnen kann und das dann ein bisschen aufpeppen kann, den Stempel. Ja, das ist jetzt mal meine Deckseite gewesen. Ja, dann meine nächste Seite startet dann gleich mal mit einem Spruch auf der linken Seite und da habe ich einfach mal einen neuen Schriftfonds ausprobiert, damit ich nicht immer die gleiche Schrift ausprobiere und ja, finde ich eigentlich ist ganz schick geworden. Die ganze Seite habe ich meinem Geburtstag gewidmet, ich habe nämlich einen runden Geburtstag und da passt doch der Spruch ganz gut dazu. Just enjoy where you are now. Also ihr könnt das immer genießen, wo ihr gerade seid oder auch wie alt ihr gerade seid. Ja, und da geht es auch gleich weiter auf der rechten Seite. Best time of my life. Ja, ich muss sagen, ich fühle mich rundherum glücklich und zufrieden. Ja, das heißt körperlich und mental fühle ich mich ziemlich fit. Und ja, habe mich da auch ein bisschen beschäftigt mit dem Älterwerden. Und dass man glaubt immer, wenn man jung ist, dass man da immer unglücklicher wird. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, dass man immer zufriedener wird und die Konzentration, die Ausdauer werden besser. Man freut sich auch mehr an den kleinen Dingen im Leben. Und man kann seine Emotionen besser regulieren, wird gelassener, weil man eben die Zukunft als begrenzt ansieht.
heißt es, dass man auch nochmal aufs Gaspedal tritt und sich mehr auf die Dinge konzentriert, die einen glücklich machen. Na also, man kann sich doch auch noch freuen, wenn man älter wird oder auf das Älterwerden. Ja, hier nochmal mein Spruch, den habe ich vorher ein bisschen vorgezeichnet, weil sonst hätte ich den jetzt nicht mehr gesehen, wenn ich da einfach mit den deckenden Wasserfarben da drüber gemalt hätte. Dann wäre der Entwurf verschwunden und deshalb zeichne ich da immer vorher mit Feinliner ein bisschen vor. Natürlich ist es so ein wasserfester Feinliner, weil sonst wird euch der dann verwischen. Ja, auf der rechten Seite habe ich mir eine Torte gezeichnet, eine dreistöckige. Ja, das ist doch toll, oder? Wenn man sich das einfach selber zeichnen kann. Ja, im Hintergrund mache ich noch so ein bisschen eine zarte Tapete. Und mit diesen Brush Pens, ihr könnt natürlich auch normale Filzstifte nehmen oder Buntstifte, da male ich jetzt einfach mal so Überzüge für meine Torte. So Marzipan, Schokolade und so weiter soll das sein. Ja, also mal schauen. Hauptsache, ich habe mir mal eine eigene Torte gemalt und ja, dann noch einen kleinen Spruch unten. Ja, und ich habe den ganzen März immer so ein festliches Schmuckelement, so ein Band verwendet. Das kommt immer wieder vor für Überschriften oder kleine Sprüche. Und ja, ich finde, das passt auch wunderbar zum Frühling oder wenn man etwas zu feiern hat, kann man sowas sehr gut verwenden. Ja, meine nächste Seite ist die Monatsübersicht und ja, ich möchte da mal wieder mit Stempel arbeiten. Die habe ich da gerade wieder mal neu mir angeschafft und seht ihr schon, ich habe da gleich mal wieder ein bisschen unvorsichtig gestempelt. Da sieht man irgendwie die Kanten, weil die muss man einfach doch immer wieder wegwischen. Aber ich zeige euch nachher, wie ich das Ganze retuschiere, also bleibt dabei. Ja, ich werde dann da ein paar Mal ein bisschen einen Trick anwenden und ich denke, man sieht das dann kaum mehr. Ja, den Hintergrund male ich da wieder mit Brush Pens. Ihr könnt natürlich auch Filzstifte verwenden. Da habe ich nämlich so einen neuen Grünton. Der ist ganz neu, den hatte ich bis jetzt noch nicht und der passt auch ziemlich gut zu dem anderen Grün von meinen Gouache-Farben dazu. Ja, und deshalb kann ich da auch ganz gut ausbessern. Das deckt ganz gut, weil ihr wisst vielleicht, sobald ihr Wasserfarben mit Weiß mischt, decken sie unglaublich gut und da kann man auch, wie gesagt, diese Feinliner ganz gut abdecken. Ja, und da, wo es weiß sein soll, da nehme ich dann immer einfach diesen Lackmarker und male einfach da drüber. So, ja, da unten habe ich noch so hübsche Blätterstempel. Ja, das sind eher so Art Kränze. Ja, und kleine Blumenstöcke passen da auch noch gut dazu. Und da habe ich mir einfach gedacht, dass ich mein Instagram und mein YouTube-Account unten mit den Zahlen einfach mal wieder festhalten kann. Ja, und hier ganz schlicht und einfach meine Wochentage. Wenn man die ganz klein und zart schreibt, finde ich, passt es immer ganz gut. Ja, auf meiner nächsten Seite, da kommt ja nun mal immer meine To-Do-Liste. Und ich dachte, die könnte ich mal wieder anders nennen als immer nur To-Do. Und habe da diesen Stempel gefunden, Make it happen. Und da möchte ich einfach meine Aufgaben eintragen, wo ich auch noch nicht genau weiß, wann ich sie, wann was zu erledigen habe. Aber einfach da meine Gedanken sammeln. Und ja, da passt es ganz gut. Da geht es dann auch schon weiter, to organize. Da mache ich einfach dann eine Liste, wo ich dann jeden Tag eintragen kann, was ich wann zu erledigen habe. Bei mir ist das dann auch beruflich, wann ich was einkaufen muss. Also hauptsächlich so Kreativstuff muss ich die ganze Zeit besorgen. Und da trage ich immer ein, was ich wann, an welchem Tag dann mitbringen muss, besorgen muss. Ja. Ja, ich hatte noch so tolle kleine Pflanzenstempel. Ja, wunderbar, oder? Die kann man doch da in so einem Rahmen drumherum einfach anbringen. Und ja, das reicht dann, finde ich es auch schön. Das ist dann nur so alles schwarz-weiß gehalten und ein bisschen grün dazu, eine kleine Schmuckfarbe sozusagen. Und sieht dann gleich ganz gut aus. Ja, bei Do Organize, da markiere ich mir jetzt einfach nur die Tage am Wochenende. Obwohl ich ja am Wochenende auch oft arbeite oder irgendeinen Kurs gebe.
aber damit ich das ein bisschen besser gegliedert habe. Ja, aber bei der nächsten Seite kommt der Habit Tracker, einer meiner Lieblingstracker. Ja, weil da kann ich immer, es motiviert mich irrsinnig da immer, dass ich den auch ausfüllen kann und mein Programm mache. Ja, also wie gesagt, ich finde, eines der wichtigsten Dinge, wenn man natürlich älter wird, ist, dass man beweglich bleibt und die Muskulatur erhalten bleibt. Deshalb trainiere ich eigentlich sehr, sehr viel. Und ja, also Workout, Trampolin, ich gehe wöchentlich schwimmen. Was wird da alles eingetragen, um mich nochmal besser zu motivieren? Ja, schaut mal, was ich hier noch habe. Man kann einfach auch aus dem Internet, oder das in dem Fall ist es ein Buch gewesen mit so Pflanzenmotiven, die habe ich mir einfach kopiert und die klebe ich jetzt einfach hin und ziehe sie nach und male sie ein bisschen an. Es müssen nicht immer fertige Aufkleber sein, also man kann alles Mögliche verwenden und dann weitergestalten. Und ja, ich habe so ein bisschen Angst gehabt, wenn ich die Blätter jetzt so mit der Hand zeichne. Das könnte ich auch machen, aber es wäre halt sehr, sehr aufwendig und zeitintensiv gewesen. Und so wollte ich mir das Ganze ein bisschen erleichtern. Ja, dann rechte Seite Mood Tracker. Ja, da dachte ich mir, ich mache einfach ein riesiges Monstera-Blatt. Ja, das Blatt hatte ich auch schon letzten August. Da habe ich dann nur einfach ganz viele kleine Blätter gemalt. Jetzt ist es ein großes und das ist jetzt einfach eingeteilt in 31 Flächen. Und unten meine Emojis, je nach Stimmung, male ich das Blatt dann an. Ja, am Schluss jetzt noch mein Sleeblock und der fällt meistens gleich aus, ganz schlicht, wo ich einfach eintrage, wann ich dann schlafen gehe, wann ich aufwache. Ja, und mit einer strichlierten Linie habe ich mal so die optimale Zeit eingetragen, wann ich immer schlafen gehen möchte und aufwachen möchte. Ja, das war es dann auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unterstützt mich doch mit einem Daumen nach oben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wieder sehen werden. Das wird dann in dem Fall im Mai sein. Ich möchte den April ganz gerne mal auslassen, weil es da so viel Arbeit im Garten gibt. Ja, und freue mich, wenn ich euch wiedersehe. Ciao, ciao, eure Gisa.